So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben hier einen fliegenden Wechsel. Gerade eben habt ihr ja noch Rahlen gegen, nicht Rahlen. Gerade eben habt ihr Rahlen kommentieren gehört. Genau, Namefaker gegen Kobal gab es hier gerade eben zu sehen. Jetzt gibt's Katobat gegen Blacky Wraith. Das sind auch zwei Gewinner aus der ersten Runde im deutschen Swordless-Turnier. An meiner Seite ist heute Sir John. Moin. Genau, und er ist heute Daruk. Und genau, wir sind Swordless unterwegs heute. Ja. Etwas anders, ohne Waffe. Ansonsten ein normaler Open Seed. Einzige Besonderheit ist, dass wir garantiert die Silvers finden werden in der Validation Chest nach Moldom 2. Und zwar damit wir keinen Silverhand machen müssen. Die progressiven Bögen sind aber trotzdem beide im Pool, das heißt, wir können die Silvers auch vorher bekommen. Und beide starten. Und erster kleiner Unterschied, Linkshaus gegen Kathedrale. Kathedrale, danke. Ich wollte gerade Priestershaus sagen, aber das war natürlich falsch. So, genau. Kato geht erstmal in den Wald, schaut sich vielleicht noch die Agra-Ledge vorher an, so sieht's aus. Und Blacky Wraith hier mit dem Schild möchte hier den Tier 1 Tree-Pull aufsetzen. Also wenn man einen Gegner killt und da an den Baum zieht, dann bekommt man ein random Preis. Und den wird Kato hier jetzt auch gerade bekommen. Es sind 10 Pfeile. Dann gibt es noch zwei weitere Tree Pulls, nämlich für 4 Gegner gekillt und keinen Schaden genommen. Tier 3. Und 4 Gegner gekillt und dabei Schaden genommen. Dann ist das der Tier 2 Tree Pull. Normalerweise will man entweder Bomben haben oder Rupees, und bei Black Wraith haben wir die Gloves gesehen, bei Kato haben wir gerade gesehen, dass Craig auf der Agarledge ist. Heißt, wenn wir ein Dungeon haben, das Craig locked ist, werden wir Agar 1 machen müssen auf jeden Fall. Ja, und sehr interessant auch hier die Handschuhe, die Blacky Wraith da beim Onkel in der Kiste daneben angefunden hat. Optimalerweise versuchen wir in einem Open Seed immer das Hyrule Castle nicht spielen zu müssen. Und wenn wir jetzt quasi schon die Progression davor rausgezogen haben vom Onkel. Und die sehen hier den zweiten Handschuh jetzt gerade im Wald-Dropdown. Dass wir dann hoffentlich das Hyrule Castle nicht mehr spielen müssen. Deswegen machen einige Leute den Onkel-Start. In der Hoffnung, da das Castle dann skippen zu können. Ja. Also, beide Handschuhe bedeutet, die werden beide recht früh die Titans haben. Das ist noch gar nicht mal gesagt. Wenn wir in Kakariko jetzt Darkwood Access bekommen, kann es sein, dass Kato die Onkel-Handschuhe ganz spät erst bekommt. Könnte sein, wissen wir noch nicht. Ja, das stimmt auch. Wäre ein bisschen unlucky, weil Blacky Wraith wird vermutlich das halt viel früher natürlich mitnehmen. Um genau zu sein. Jetzt. Ansonsten, ja, das Quake kann halt bedeuten, dass sie trotzdem Acker machen müssen. Ist halt die Frage, ob wir Misery Mire oder Turtle Rock benötigen. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Dark World Access, um den Map-Checks machen zu können. Allgemein haben wir bis jetzt auch noch keinen Map-Check von den beiden gesehen. Aber jetzt beide laufen einander hinterher. Blacky Wraith hat halt nur Front of Escape schon vorgescheckt. Ah, Blacky Wraith hat hier auch gerade keine Bombe. Droppt hier dann direkt in den Well. Das stimmt, die hat Kato als Drop von Gegner bekommen. Das Price Pack hatte Blacky Wraith dann nicht gescheckt. Und muss jetzt leider dort einen Check zurücklassen. Wir wissen, dort ist nichts Wichtiges, aber für Blacky Wraith ist das dann natürlich im Hintergrund. Na, und Kato möchte, wenn er jetzt hier in der Taverne nichts bekommt, keine Bomben oder so, dann. Oh, eine Bottle. Schön gegenüber das Ticket. Also wahrscheinlich werden hier beide gleich Bomben kaufen gehen. Ja. Und noch eine Bottle. Bottle im Swordless allgemein ein
angenehmes Item, Safety-Item, da wir halt im Swordless sowieso ein bisschen mehr auf Execution-Fehler gehen können, die einen größeren Einfluss haben, und dann hat man mit jetzt einer Fee zum Wiederbeleben und einer Blue natürlich schon sehr viel Freiheiten. Dadurch, ja, sind auf jeden Fall sehr gute Safeties, schon mal. Beide waren eben 9 Rupees unterm Bottlewender, aber dann nimmt man lieber die Boots mit, die sparen insgesamt doch etwas mehr Zeit. Anstatt, dass man jetzt die 9 Rupees drauf gehofft hätte, die noch zu bekommen, um den Bottlewender zu checken. Na, Kato muss ja jetzt auf jeden Fall den Bottlewender zurücklassen, aber mit den Boots können wir die Library jetzt auch abholen. Vorher hätten wir sie nur checken können. Und da liegt ein roter Boomerang und er nimmt ihn nicht mit. Doch, er nimmt ihn mit. Ah, gut. Vermutlich Muscle Memory, aber ja. Roter Boomerang, erste Semi-Waffe im Spiel. Super wichtig, da man damit die Gegner stunnen kann. Eben genau dieses Stun ist sehr wichtig im Swordless. Du hast kein Schwert, um die Gegner einfach vor dir wegzuschieben, wegzuslashen. Oh, wir haben Pendants in Eastern und Desert und ein normaler Crystal in Hera. Also einfach, um sich die Gegner vom Leib zu halten, ist der Boomerang wichtig. Und besonders der rote ist natürlich. Ja. Wer mich kennt, weiß, dass ich das immer wieder sage. Für die Splash Deletion sehr wichtig. Ja, okay. Splash Deletion. Dafür brauchen wir aber erstmal noch ein paar mehr Items, um die machen zu können. Auch tatsächlich nicht. Also den roten können wir an vielen Stellen nur mit Bomben benutzen. Also der alleine ermöglicht das hier zum Beispiel rechts von links Haus ins Wasser zu hüpfen. Und für den Wasserfall braucht man auch nur 2 Bomben und den roten Boomerang. Ah, aber okay. Ja. Ich hätte ein Item noch mehr gebraucht. Dann ist es auf jeden Fall besser. Und es gibt einem natürlich auch einen Stun-Price. Blacky Rave springt nochmal runter. Ja, wahrscheinlich möchte Blacky Rave die 100 Rupees für den Bottle Merchant haben. Ah, okay. Das stimmt. Und da jetzt die Moonpearl drauf liegt, dann weiß ich nicht, wann Kato dafür wiederkommt. Hier ist auf jeden Fall ein Hookshot. Im Damm. Oder im. Das Drowned Item ist der Hookshot. Ja. Auf dem Bottle Merchant waren leider nur 20 Rupees, also 100 gegen 20 getauscht. Recht schlechter Tausch. Und Katubat geht schon Desert Ledge checken und dann zu Agina. Ja, mit dem Boost dauert es gar nicht so lange, die Desert Ledge zu checken. Und, ja. Ja. Ist aber etwas komisch, dass er Agina zuerst checkt. Normal ist das ja ein Check, den man normal recht lange nach hinten zieht. Ja, das kommt drauf an, wie man sich vielleicht fühlt. Vielleicht sieht Kato sich ein bisschen Execution stärker. Und mit den Boots dauert das halt auch nicht so lange. Besser als einen Check für immer zu isolieren und den dann. Ich meine, für Kato fehlen noch mehrere Sachen für Dark World Access. Ja. Blacky Rave hat ja schon die Titan Smiths. Das stimmt. Aber ja. Später kann man es teilweise ja auch noch reinrouten mit einer Flöte. Oder wenn man das Buch hat für Desert. Das ist dann halt recht effizient und optimal. Und die dritte Bottle ist schon bei Blacky Rave. Und Katumbat findet die 300 Rupees damit zumindest ein bisschen in die Richtung von Zora Money schon. Ja, wir hatten den Small Key vom Hyrule Castle im Sanctuary und 3 Items hinten im Back of Escape. Das heißt, es fehlt noch die Map und 3 weitere Items. Ja, ohne Lampe, ohne richtige Waffe ist es natürlich aber nicht so einfach, da jetzt von hinten ins Starcross zu gehen. Ja. Hinten durch Starcross ist wirklich nicht schön mit Bomben nur. Mit einem Red Marine könnte man spielen, dann hat man zumindest ein bisschen was an Positionen. Aber ja. Vermutlich werden wir sie sowieso vorne rumgehen sehen irgendwann, um dort dann die Items abzuholen. Nur mit Bomben ist das aber auch ein recht langer Weg.
Ja, und Kato hat jetzt hier 450 Rupees. Mit Boots kann man einen Waterwalk unten aufsetzen bei der Ice Rod Cave. Da gibt es eine Höhle, die einem pro Durchlauf 20 Rupees gibt. Mit dem Waterwalk zusammen könnten wir auch schon Wasserfall und Sora checken. Von daher bin ich mal gespannt, ob er da noch Geld farmen wird. Und einen Waterwalk aufsetzen wird. Kann ich mir gut vorstellen. Also, sind wieder zwei Checks, die man weghaben kann. Und ja. Genau, und falls ihr mal in Bombennot kommt, da unter diesem Stein, also ihr braucht einen Handschuh, unter diesem Stein ist da zu 50% eine Bombe. Da sind schon mal die ersten 20. Fehlen noch 29 Rupees leider. Ja, aber die Tatsache, dass er aus der Höhle rausläuft, sagt eigentlich schon, dass er vorhat, Zora Money zu farmen und einen Waterwalk aufzusetzen. Ja, also das Zora Money Farmen sind jetzt fast 20 Sekunden maximal. Das kann man dafür doch gut machen. Besonders da man ansonsten Zora nur noch mit einem Catfish reinrauten könnte, wo man sowieso ja erst in der Dark World hinkommt und dann erstmal auch andere Sachen zu checken hat. Ja, und ich finde bei... Oh, jetzt müssen beide aufpassen auf einem Herzen. Bei Zora ist immer noch diese knifflige Komponente, dass Zora schon mit einem Handschuh in Logik ist. Alle anderen Checks da nur mit Flippers. Ja. Das stimmt. Checkt nicht noch das Item, was auf dem Lake liegt. Ist aber auch mit dem Leben dann doch etwas gefährlich. Und nur ein paar Bomben, kein Refill von Herzen. Und wenn ich eine Blue Potion und eine Fee hätte, würde ich da jetzt auch keine Bottle austauschen und vielleicht nur eine Biene wiederbekommen. Ja. Oh, das ist gute Info für später. Ice Rod. Ice Rod. Wie war das mit Splash Deletion gleich? Da bräuchten wir noch einen Somaria dafür oder einen Bogen. Ja, deshalb. Für den Wasserfall. Und Zora verkauft uns ein grünes Schwert. Nicht so praktisch, aber auf jeden Fall gut zu wissen, der Ice Rod war ja im letzten Rave eine lange Hand. Im letzten Rave, im letzten Game. Eine lange Hand. Nice. Sehr stark. Ja, ich wollte sagen, und Blacky Rave macht das gleiche wie Kato jetzt, ohne dass er das, aber er hat kein Geld gefarmt, was bedeutet, er wird Zora dann weglassen müssen. Sätze kombinieren. Kato hat auch noch die Green Potion. Und mit dem Hookshot, den wir haben, könnten wir jetzt sogar den Mountain Sequence breaken, würden damit erstmal nur eine Lampe überspringen oder eine Flöte. Zumindest schon mal den alten Mann retten, aber Kato wird hier in die Eastern Area gehen oder vielleicht sogar Splash Eliten. Na, auf jeden Fall sich die Lake Hylia einmal anschauen. Ein Herzcontainer. Ja. Und Lake Rave läuft zurück. Will wohl den Hobo mitnehmen, nehme ich an. Und jetzt kommt noch Sarashrala rein. Ansonsten Eastern Area. Könnte man auch die Items aus Eastern Palace holen. Ist aber ja ein Pendant. Und die Lampe. Damit Berg in Logik. Braucht man gar nicht Sequence Breaken. Wäre jetzt auch eine Option für 1, 2... 3. Siehst du gerade die Summe der Checks auf dem Berg? Ja, ich bin gerade am Überlegen, wo er überall hinkommt. Ja, 7 aus Paradox plus Spiral Cave, den alten Mann und Spec Rock, also 10 Stück müssten das sein. Gut. Aber interessant, dass die beiden sich sehr stark jetzt auch wieder hinterherlaufen.
Naja, wir suchen noch die Moonpearl und die muss jetzt irgendwo sein. Entweder in Eastern oder in Hyrule Castle. Ja. Oder auf dem Berg, das kann natürlich auch noch sein. Na klar. Ist halt Berg, wenn noch. Ich glaube, ich würde eher auf den Berg gehen, anstatt jetzt durch Eastern zu laufen. Das würde ich aber haargenau so machen. Also ich würde auch auf den Berg gehen. Ich wäre an Katos Stelle wahrscheinlich schon nach den Bonkrocks auf den Berg gegangen. Ja. Und so sieht's aus, als würde Blacky Rafe auf den Berg gehen gerade. Könnte ein kleiner Vorsprung für Black Wraith bedeuten. Wir haben nur noch zwei Items in Eastern drin und wir müssen sowieso ja, den ganzen vorderen Teil, wo Kato gerade ist, nochmal durchlaufen, wenn wir das clearen sollten. Wobei, das ist Pendant, also vielleicht müssen wir es gar nicht mehr clearen. Und außerdem hat Daruk im Chat nochmal ordentlich oder was Richtiges angesprochen, nämlich Blacky Rafe hat schon die Mists vom Onkel. Sollte die Moonpearl jetzt auf dem Berg liegen, dann kann Blacky Rafe auch noch Hookshot Cave und Super Bunny Cave mitnehmen. Oh, stimmt. Der Single Arrow hat der alte Mann für uns. Ist eigentlich ein sehr trauriger Preis dafür, dass wir aus der Höhle gerettet haben. Na gut, wer weiß, wie lange der schon in der Höhle gestrandet ist und das Einzige, was er gerade irgendwie noch in seinem Besitz hat, war halt nur noch ein einziger Pfeil. Hat lange gekämpft in dieser Höhle. Ja, okay. Aber da, wenn er lange gekämpft hat, hätte er den Fall ja eigentlich nutzen sollen. Obendrauf haben wir die Schaufel liegen. Könnte später noch ein schöner Laufcheck sein. So, und es gibt noch ein Item auf dem Eastern Boss, fantastisch. Das will man doch immer gerne haben. Die Chance, noch einmal reinzumissen, wenn wir dann den Bogen haben. Ich kann es von Katos Seite aus völlig nachvollziehen. Also in Pendant Eastern, da tut es nicht ganz so weh, einmal reinzutippen, wenn man den Boss nicht machen muss. Man hätte nur am liebsten gerne schon alle Items einmal raus, wie du schon gesagt hast. Ja. Ja, und 10 Items auf dem Berg dagegen, da finde ich den Berg aber interessanter. Und Blacky Rafe hat 2 Herzen bekommen, was ziemlich angenehm ist. Ja, im Swordless, wie gesagt, man schneller mal mit dem Gegner kollidieren sollte. Kato hat auch seine 100 Ru 20 Rupees für 100 abgeholt. Und der Hammer auf dem Berg. Der Und Bogen Bogen. auf dem Berg. Oh no. Die No. Und der Bogen. Okay. Ja, wenn die Moonpearl jetzt auf Amos Nice liegt, dann wäre das nicht ganz so optimal für Kato. Amos Knights jetzt wirklich free zu spielen. Silvers haben wir. Damit auch eine gute Waffe. Und Blacky Wave geht jetzt rüber Richtung Hera und kann Hera dann auch abschließen. Als ersten Crystal. Ja. Kann auch Small Key unten leider nur mit. Ist ein bisschen die Frage, ob er jetzt noch ein Big Key findet, nach unten gehen muss für die Items oder es. Und die Moon. Gut. Der Berg hat sich dann doch sehr gelohnt und Blacky Wave kann hier oben dann gleich nochmal ganz viel mitnehmen. Ja, und das ist auch die große Gefahr jetzt für Kato. Ich weiß nicht, ich hole mir mit Dark World Access nicht mehr irgendwelche Onkel-Items ab. Also der Handschuh kann Ja. das Spiel jetzt ordentlich in eine Richtung führen. Der wird jetzt lange da bleiben. Blacky Wave hat Herapod genutzt, wollte nicht unten in den Keller gehen und sich einen Kaffee noch holen. Oh ja.
Und die Frage, trollt Moldom uns heute? Die Mini-Moldoms waren ja bis jetzt ganz nett. Und oh, das war sehr sauber und schön gespielt von Blacky Rave. In dem Moment wünsche ich mir fast manchmal die Facecams auch. Weil da kann man dann schön nochmal weil die Reaktionen sehen, wenn man so Silvers dann auch noch findet. Ich hatte die Moonpearl gesehen in Hera, aber ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Item im Basement ist. Small Key. Ja, damit haben wir die Tür schon aufgemacht. Das war halt direkt ganz vorne. Item in der Big Chest. Ja, also der Big Key liegt im Basement. Ja, okay. Es ist quasi ein Item hinter dem Basement noch gelockt. Das ist doof, aber ein Item, ein Check. Kann natürlich am Ende entscheidend sein, wie jetzt zum Beispiel gleich die Gloves die Entscheidung bringen werden, wo die beiden langlaufen werden. Kato geht auch nicht ins Basement. Und ich bezweifle, dass er gleich nochmal runterspringen wird. Gut. Und Blacky Rave macht den Map-Check. Wir haben Misery Meyer als Green Pendant. Red Crystals in Turtle Rock und Seastone. Das heißt, wir könnten jetzt auf jeden Fall noch ein Seastone gelockt durch Craig haben, was bedeutet, dass wir auf jeden Fall Hyrule Castle bzw. Akka machen müssen. Turtle Rock meinst du? Ja. Ja. Ja, und mit Turtle Rock, was meistens ja irgendwie immer der letzte Dungeon ist, weil man den Fire Rod, den Ice Rod, Mids, Hammer und den Somaria braucht und das Medaillen, doch meistens eher sehr spät. Ja, abschließbar. Wird es nicht zu dem Fall kommen, dass wir die Red Bomb abgeben und zum Onkel Miron? Also, Kato wird vielleicht nach der Pyramide Miron müssen oder einfach so irgendwann mal zum Hyrule Castle für die Mids gehen müssen. Das war, glaube ich, kein Craig, oder? Ich hab's gerade nicht gesehen. Ich hab's auch im Stream leider nicht wieder entziffern können, was das war. Ich bin mir nicht sicher, ob es Issa oder Craig war. Vielleicht hat das ja im Chat jemand gesehen. Hat jemand das Turtle Rock mit dahin gesehen? Es ist als Craig getrackt worden von... Oh shit. Arok. Das bedeutet, wir werden Aga 1 sehen auf jeden Fall. Im Swordless eine etwas nervigere Aufgabe, besonders wenn man das Bugnet noch nicht hat. Wir haben zwar den Durchgang natürlich schon offen, da wir kein Schwert finden können, wäre es sonst unmöglich, dorthin zu kommen. Aber wir können nur mit dem Hammer nicht spinnen, dafür bräuchten wir dann das Bugnet. Blacky Rave, jetzt beim Hype Cave. Halbes Herz. Ja, aber sag mal, haben wir irgendwas auf dem Mountain gefunden, außer dass wir jetzt die Quake-Information haben? Da war ja gar nichts in der Hype Cave und Super Bunny. Nee, hier im Darkness Mountain war gar nichts. Hier sind jetzt die Flippers und eine Blue Mail, aber ja, damit können wir einen Ice Road holen. Den brauchen wir auch erst später. Ja. Ice Rod holen und wir... Ja. Swamp Palace können wir nachher spielen. Da ist der reichste Kato. Ja. Na, Blacky Rave hätte es aber auch fast zerrissen. Ja, also... Im Chat wird gesagt, durch Aga 1 könnte Kato den Onkel eventuell auch noch mitnehmen. Sollten wir Aga 1 gemacht haben,
Dann ist jedes Mal, wenn wir zum Onkel gehen wollen, durch die Vordertür sozusagen, werden wir auf die Pyramide gebracht. Das heißt, der einzige Weg, den Onkel zu checken dann, wäre von der Pyramide aus Meron, klar. Oder, dass man ja von außen in das Loch reindroppt. Das ist auf jeden Fall nervig. Also hoffen wir mal, dass Kato Aga 1 nach. Moment, ich bin auch doof, ja. Aber wenn man auf dem Weg nach Aga geht, nimmt man den Onkel von draußen mit. Das ist ja sehr clever. Ich sag das nur, weil ich das neulich einmal so gesehen habe, dass ich glaube, Boothisman war das, wo das hier dann auch zur Last Location ging. Und vorher mitnehmen, ja, tatsächlich, das wäre dann die schlaue Variante. Ja, aber er weiß es noch nicht, das stimmt. Und Blackgrave gerade gestorben. Ich glaube, wollte deswarfen. Vielleicht auch. Geht mit Fee leider nicht ganz so gut. Naja, ohne die Informationen wird es natürlich schwer, dass Kato Aga 1 macht. Was aber auch jetzt ein ordentlicher Vorteil für Blackie Wave ist, weil Kato wird irgendwann auf dem Berg merken, wenn er nochmal da ist, dass er Aga machen muss. Blackie Wave kann das jetzt vernünftig mit einrouten. So, und wir machen Palace of Darkness, weil wir haben zwei Bögen. Den haben wir, eine Lampe. Es ist ein Crystal Dungeon, den können wir auf jeden Fall abschließen. Ja. Und Hype Cave into Pot ist immer eine gute Option, besonders wenn der zweite Red Crystal Turtle Rock ist. Ja. Und Hype Cave natürlich uns auch 5 Items bietet. Da haben wir schon Vicky. Ah. Adobat ist ein bisschen die ganze Zeit hinter Blacky Wave. Und das, obwohl er auch noch nicht den Onkel gemacht hat. Und aber, weißt du, wo der im Grunde die Zeit verloren hat? Also man könnte zum einen sagen, dass Kato ist nochmal zum Bottle Merchant gegangen, aber das hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Kato hatte noch ein bisschen Geld gefarmt für Zora. Der Zora-Check an sich dauert ein bisschen länger. Blackie Rave ist dann vorher umgedreht. Stimmt, das habe ich vergessen. Aber so viel Zeit ist das jetzt auch nicht. Ja, so weit sind sie jetzt auch nicht auseinander. Achso, Kato war schon in Island bis zur Big Key Chest. Sorry. Ach, ja. Stimmt. Da, das macht auch alles Sinn. Alles davor waren nur so Kleinigkeiten, was so ein bisschen Zeit ist. Das macht Sinn, aber ja, das ist dann ein Item, was da aber leider noch drin liegt. Falls wir es brauchen sollten. Nicht gut. Also, falls wir es brauchen sollten, vielleicht besser für Kato. Ansonsten auf jeden Fall nicht gut. Blackie Brave macht erst den Boss. Bevor er hinten lang geht, hat er schon einen Key gefunden. Hat noch einen Small Key. Ja, ohne Mirror ist das auf jeden Fall die beste Option. Ja. Das stimmt auch, den Mirror haben beide noch nicht. Im Grunde, Mirror würden wir benötigen. Eigentlich nicht, oder? Naja, den braucht man für Swamp Palace, braucht man den Mirror. Stimmt, von daher. Swamp ist, ich hatte gerade im Kopf, dass Swamp der Green Pendant wäre. Aber ja, Swamp ist. Ja, okay. Also, wenn ich mir jetzt die Pendants so angucke, wie sie gerade sind, dann brauchen wir fast alles für den Go-Mode, außer vielleicht die Flöte. Wir werden Quake brauchen. Ja. Wir brauchen Fire und Ice Sword. Wir brauchen den Mirror, wir brauchen den Sumaria Quake. Ja, ist schon noch ein bisschen was. Ja.
Ein bisschen Sammlerei werden wir noch sehen. Blackgrave hat jetzt auch schon einen zweiten Crystal abgeschlossen und findet Bomben auf dem Boss. Wird aber jetzt nochmal reingehen und dann nach hinten durchzugehen, um die Items zu holen und vermutlich dann Self-Critten. Weil ja. Rauslaufen macht recht wenig Sinn und er hat auch nicht viel, wo er noch hinlaufen könnte von hier aus. Oh ja. Was meinst du, wird Blacky Rave danach angehen? Seastone? Ja, höchstwahrscheinlich Village of Outcast dann mit den Mids in die Dark World gehen. Und ohne Fire Rod geht man sehr ungern nach Skywoods, aber vielleicht. Vielleicht tippt er ja Skywoods oder eben Thiefstone. Ja. Oder finden jetzt eine Fire Rod, dann wäre es einfacher. Aber noch 4 Checks offen. Rupees haben die beiden jetzt auch ohne Ende. Oder zumindest Blacky Rave. Cadobot hätte ich mit mehr Rupees erwartet. Und für Kato ist jetzt dann eigentlich doch vermutlich Front of Escape mal interessant langsam. Außer na, Kato hat auch noch die ganze Dark World nach links hin, sowas wie Digging Games, Stumpy, Thiefstone, Skywoods Dippen, Village of Outcast, also weiß ich nicht, auch Catfish. Und das Bugnet. Damit Aga einfacher. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes, sehr guter Gegenstand in diesem Modus. Ja, Blacky Rave wird jetzt ja Village of Outcast ein bisschen machen. Kato. Ja. Ich will gerne Kato jetzt Front of Escape langsam sehen, aber ich glaube wirklich, das kann eine Last Location werden. Blacky Rave geht hier jetzt nach Skywoods. Genau, da gibt es auch verschiedene Varianten. Der Dungeon hat an sich 2 Items. Und wenn man jetzt hier in der allerersten Kiste ein Item bekommt, dann gibt es viele, die sagen, oh, ein Item reicht mir erstmal, das zweite Item ist sowieso wahrscheinlich hinten hinter dem Fire Rod oder unerreichbar. Wir bekommen jetzt hier einen Kompass. Dazu gibt es halt noch Karte Kompass, 3 Small Keys und den Big Key. Aber im Grunde sind hinten auch nur 2 Checks. Also die Chancen vorne 2 Items zu finden sind dann doch recht hoch. Also auf der Motte kann kein Small Key liegen. Von daher liegt da entweder Karte Kompass oder ein Item. Oder eben der Big Key, der zum Karte Kompass oder Item führt. Also. Kato ja. Schwimmt weiter, wird also seinen Eiswort vermutlich gleich abholen. Mhm. Und damit haben wir dann auch einen Magic Spender noch. Ja, man bekommt nicht mal garantiert Items in Skywoods. Es kann auch sein, dass einfach beide Items dann hinter dem Fire Rod gelockt sind. Ja, kann sein. Ist immer unwahrscheinlich, aber Pech kann man auch mal haben. Noch. Jetzt 3 Checks. Noch die Karte. Ja. Der Biki, das heißt, wir müssen oben nochmal den Biki-Chest gleich öffnen gehen. Ja, und das bedeutet, dass hier jetzt sogar noch ein Small Key liegen muss. Okay, das ist fast Worst-Case-Szenario. Also,
Ne, Moment, jetzt kann man das noch gar nicht sagen. Ein Item kann auch noch liegen, weil es müssen drei Smolkies vor der Motte kommen und es ist bis jetzt einer gekommen. Und es gibt noch drei Truhen. Ja. Warum? Ja, vielleicht, weil er das auch gerade überlegen, warum hat er sich fangen lassen dann? Genau, da ist jetzt. Also man kann schon sicher sagen, dass in der Big Chest ein Small Key liegen muss. Und unter der Brücke zum Boss muss auch ein Small Key liegen. Okay. Und Blacky Rave öffnet deswegen auch nicht die Big Chest. Da muss nur ein Small Key drin sein. Katobart macht es jetzt auch. Blacky Rave gleich geht Village in die Dark World, muss halt außen rumlaufen, da er nur einen Hammer hat. Jetzt dann die Frage, wird Katobart auch nach oben gehen oder nach, hat halt mehr. Hätte halt mehr im Village of Outcasts, aber ja. Macht dasselbe, wird dann auch nachher das Powder finden. Und Blacky Rave im Village of Outcast kann dann, auch wenn er das nächste Mal hier ist, vermutlich unten den Schmied mitgenommen hat, irgendwann dann das Powder abgeben. Und Thieves Down jetzt auch schon abschließbar, aber auch vier Items drin. Hier ist jetzt noch die Karte. Karte Kompass Small Key. Also aktuell mit dem Equipment ist Blind gar nicht so einfach, nur mit dem Hammer. Das stimmt. Ist machbar, aber das erste Item 10 Pfeile, die für uns uninteressant sind. Es gibt auch ein. Und ein Ether, sind zwei Items schon raus. Ether sehr wahrscheinlich aber nicht benötigt. Was ich sagen wollte, es gibt, meine ich, auch ein Hammer-Skript für Blind, aber das kann so gut wie keiner. Auch weil es einfach um einige Ebenen komplizierter ist als das normale Blind-Skript. Ja. Wir müssen einmal hinten rumlaufen, oben das Attic aufsprengen, damit das Licht gleich nach unten fällt, um dann Blind bekämpfen zu können. Blind ist aber auch ein Boss, den man gut vorbereiten kann und sonst später spielen kann. Auf der anderen Seite hätten wir aber auch noch eine Blue Potion und jetzt schon, was sind das, 10 Leben? 2, 4, 6, 8 Leben. Wäre also auch spielbar. Genau, Kato hat das mit den Smolkies gerade nicht im Kopf, aber dafür hat er ein sehr schönes Setup, wo man mit dem Hammer Dash genau an die Kante von dem Abgrund kommt, dass man Bombjumps sicher meistern kann. Ja. Also ich glaube, wir sind auch ziemlich dankbar, dass wir gerade schon die Blue Mail haben. In Thief Storm würde ansonsten jeder Gegner 2 Herzen Schaden machen. Oder so gut wie jeder Gegner. Und trotzdem sind wir halt auf 1,5 Leben bei Blacky Rave gerade runter. Ja, ich glaube, Blacky Rave hat aber auch noch die Fee und die Blue Potion auf jeden Fall. Nee, die Fee hat er eben in Pot versehentlich benutzt, als er Deathwalken wollte. Ja. Okay, die Fee sind beide losgeworden. Mhm. Das Stun-Price ist auf jeden Fall Full Magic. Das habe ich, glaube ich, noch nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben auch wenig gestunte Gegner bis jetzt getötet. Stimmt. Ohne Schwert macht man das nicht so häufig. Ja. Aber Blacky Rave bekommt ja jede Menge Herzdrops.
kann die Big Key wohl skippen. Ich glaube, wir haben alles raus. Ja, wenn du einmal nach oben schaust, dann, wenn wir jetzt noch kein Small Key haben, dann schließt er sich selber ein. In der Big Chest. Ja, das stimmt. Das gibt uns quasi die Information, dass Blind Hammer locked ist. Aber den haben wir auch schon. Ja. Und Black Wave spielt sehr schön blind runter. Die erste Phase war ohne Probleme. Ein Hit in der zweiten. Wir haben noch eine Blue Go als Backup. Ja, das sieht sehr stark aus, auf jeden Fall. Verliert hier wirklich fast gar kein Leben. Also stark. Das waren gerade zwei Herzen, die er verloren hat. Kriegen Herz noch als Belohnung und natürlich den automatischen Refill jetzt zum Ende. So, jetzt kommt der Rest von Village of Outcasts vermutlich und dann Digging Game und Schmiederpullen, dann Mirren würde Sinn machen. Was dann auch wieder eine Gefahr für Kato ist, weil Kato kann den Schmied noch nicht abholen. Ein weiterer ja, und beide geht. Können doch nicht Mirren, also den haben wir noch nicht von. Ja, Safe and Quitten wird Blacky Rave dann tun. Weil wir nicht mirren können wir, macht es auch keinen Sinn, K45 mitzunehmen. Wobei wir halt Stumpy mitnehmen könnten. Wir wissen aber auch, dass wir auf Spectral Rock die Schaufel liegen haben, die uns ja auch da unten noch einen Check ergibt, den wir auch mit dem Mirror holen könnten irgendwann. Und wir haben zwei Checks beim Schmied, da wir auch das Powder haben. Und das Buch. Ja, das Buch für Pen and Desert. Ist ein Item, was man allgemein nicht gerne gerade sehen will, macht uns ansonsten nämlich nur zwei weitere Checks auf, der eine mit Mirror unten und der andere könnten wir jetzt schon hinlaufen. Wäre nur ein sehr weiter Weg. Kato, du weißt über die Anti-Fairy in dem unter dem Topf Bescheid oder den Bunny Beam, den man powdern kann, damit man da eine Fee bekommt. Mhm. Blacky Ray findet Escape. Damit auch ein sehr schönes Item, besonders mit einem Stun Price, der ja Full Magic ist. Ja, im Swordless kann man aber während des Capes immer gar keinen Schaden machen, weil wir ja gar kein Schwert haben. Ja, das stimmt. Das macht ganz schön oft Klonk, also das Red Shield von Kato tankt hier aber jede Menge Damage. Ja. Noch ein Hit. Auf Stompy war jetzt auch noch der Burner. Das heißt, wir haben beide Safety-Items gefunden. Ja, Blacky Wave geht jetzt den Schmied abgeben, glaube ich. Kato ist jetzt ein bisschen die Frage. Er hat auch noch Beat-Checks hier in Village of Outcasts und dann, ja, kann er leider den Schmied nicht mitnehmen. Wenn jetzt hier sowas wie der Fire Rod liegt, wäre das schon sehr. Oder der Mirror. Oder so Maria. Aber es ist nur ein Herzteil. So, was sind die nächsten Dungeons, die wir denn spielen können? Also, wir brauchen einen Mirror für Swamp. Wir brauchen Fire Rod für Skullwoods. Eine Flöte für Maya. Und eine Feuerquelle für Ice Palace. Ja.
Und für Turtle Rock den Fire Rod auf und den Sumaria. Ja, vielleicht sehen wir dann ja doch Desert mit dem Buch, was wir gefunden haben. Ja. Madbat hatte gerade auch nichts, oder? Nee, das war auf jeden Fall keine Progression, nee. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Sieht aus, als würde Blacky Rave wirklich zur Desert Area gehen. Das heißt, ja, und die Tatsache, dass wir jetzt quasi nur Pendants haben, spricht vielleicht für Kato dafür, doch mal vielleicht Hyrule Castle zu spielen. Ja. Das würde ihnen gut helfen. Da wird schon mal links raus. Jo. Ja, das sieht gut aus. Vermutlich. Und dann geht er vermutlich auch weiter sogar. Wird. Ich kann mir vorstellen, dass er. Ja. Die Checks, die er jetzt nicht machen konnte, sich dann doch schlecht fühlt, mit jetzt erst die mitzubekommen. Okay, Daruk hat nochmal ins Wort geschaut. Es ist 100%ig Craig auf Turtle Rock. Das ist good to know, aber auch. Ja, Kato könnte mit der Info jetzt auf jeden Fall Aga spielen, aber Kato hat die Info noch gar nicht. Wir wissen, dass die Map noch draußen ist. Die könnte noch im Dark Cross sein in Hyrule Castle. Und ich glaube, Blacky Rave sollte an seiner Stelle auch Hyrule Castle als nächstes spielen mit Aga. Einfach weil wir wissen, das müssen wir eh irgendwann machen. Ja, aber das ist halt die Sache für Blacky Rave mit der Aga Knowledge. Ein bisschen schöneres Routing. Ja, da ist natürlich die Karte dann direkt in der ersten Kiste. Heißt, Dark Cross und Boomerang-Kiste sowie Zeldas Zelle sind alles Items. Blacky Rave scheint etwas verwirrt gewesen zu sein. Wollte vielleicht Flea. Ist aber umgestartet. Oder. Was haben wir sonst noch hier? Ah, das sieht mir jetzt aus wie das Aether Tablet plus Spike Cave. Ja. Das sind natürlich schon sehr out of the way Checks. Also da nochmal über die ganze rechte Seite jetzt nur für das Tablet. Vielleicht ist er sich selber nicht bei Turtle Rock sicher und will es nochmal checken. Na, sieht nicht so aus. Ein Vorteil ist, wenn man durch die Steinteile dasht, nicht automatisch zum Stein, sondern kriegt einen Schaden, ist vermutlich an vielen Stellen schneller. Ich wollte es gerade sagen, für den Swordless-Modus wurde das so gepatcht, dass wir das Buch brauchen, um es zu lesen. Und mit dem Hammer zusammen können wir das Item dann einsammeln, was da drauf liegt. Genau. Wir können auch die Medallions an Stellen nutzen, die auf dem Boden sind. Deshalb gibt es auch ein paar extra Stellen, wo die Medallions eingefügt wurden auf dem Boden. Zum Beispiel ein Ice Palace. Oh. Der Fire Rod. Der Fire Rod im Back of Isk. Im Dark Cross. Heißt, den hätte man auch früh haben können, wenn man durch Dark Cross gelaufen wäre von hinten. Ja, mit nur Bomben, da sehe ich aber nicht so viele Leute das machen. Ja, und Blacky Rave hatte beim Onkelstart jetzt auch wirklich gar nichts, außer die Handschuhe.
Ja. Da hatte noch keiner so eine richtig gute Gelegenheit, das zu holen. Oh, Black Wave holt sich auch noch das Terra Basement. Okay. Ja. Aber viel Zeit, und wenn da jetzt nichts liegt, ist das auf jeden Fall sehr viel verbrauchte Progression-Zeit. So, Kato möchte vielleicht sogar, weil er weiß, dass das Quake auf der Agar-Ledge liegt, irgendwie schleunigst wissen, welches Medaillen er denn braucht für Turtle Rock. Nimmt der jetzt natürlich hier oben noch die Items mit, die er alle eben nicht mitnehmen konnte. Und was hat die Big Chest jetzt gleich? So ein Mirror wäre schon gut. Ja, okay. Für ein paar Rubine hat sich dann der Weg nicht gelohnt. Ja, das war schon so ein Longshot irgendwie. Also das war schon großes Time-Investment für nur drei Items. Aber das ist Hyrule Castle-Spielen irgendwie auch immer. Das ist fühlt sich nie gut an. Und das sind so die Off-Checks, die normal am Ende, wenn dann Item League in Race entscheiden können. Kato hat jetzt auch gesehen, dass er Quake brauchen wird. Und läuft auch runter. Ja, belässt es aber bei dem Hera Basement Skip. Und da ist der Mirror. Oh oh. Was heißt oh oh? Aber das ist, ja, damit hätten wir nach Hera nicht über die rechte Seite gehen müssen. Ja. Das ist, ja, schon fast ein Vorteil für Katobat, dass das da oben ist, das letzte Item, und Kato es auch mitgenommen hat. Jetzt. Weil also den in der Hera Big Chest, das wäre übel gewesen. So? Ja. So haben wir natürlich alles für Swamp Palace. Ist ein Crystal, müssen wir eh abschließen. Also auf geht's. Kato kann jetzt mit dem Spiegel natürlich Spiegel und Mitz noch ganz viele Checks zusammen machen. Ja, das stimmt, aber alles Checks, die Blacky Wave schon mit Engels routed hat. Oder vieles. Stimmt, das sind gerade so viele Items irgendwie auf einmal. Da sagt Aro ganz richtig, wir sind ein Item von Go-Mode entfernt. Also Ice Rod haben wir ja auf der Sora-Ledge. Den Fire Rod ist in Dark Cross. Kato, wir müssen AG1 machen. Ja, also, aber wir brauchen nur noch ein Item finden. Ja, also ein Item, dann wissen wir, wo der Rest ist. Und dann fehlt nur noch der also Maria. Und der kann nicht in Turtle Rock liegen. Ja, das stimmt. Kato entscheidet sich auch direkt Agar zu machen. Hier auch eine Besonderheit von Swordless. Man kann die Barrier entweder mit einem Cape wie normal oder mit einem Hammer dann zerstören. Im Grunde an allen Stellen wurde das Master Sword durch einen Hammer ersetzt. Und ja, der Ice Rod lag auf Zora Ledge und Kato hat ihn einfach schon abgeholt. Mit dem Mirror ist dann natürlich auch angenehmer, Agar schon zu machen. Oder unangenehmer, da man dann doch immer in der Dark World spawnt. Sollte man in der Dark World safe und quitten, muss daran denken. Ja, und dieser Sumaria, der kann jetzt natürlich ja fast überall liegen, ne? Das zweite Item in Skywoods könnte das sein, hier in Swamp, Leftside Swamp vielleicht, Ice Palace. Kann Sumaria locked sein, der Boss, aber ja. Ja, er kann nicht auf dem Pendant liegen.
Das ist tot. Pedestal meinst du? Ja, ja. Pedestal, ja, weil wir Pendant Maya haben und nicht auf dem Maya-Boss. Die machen Acker, weil wir für Turtle Rock Quake benötigen und Quake ist auf der Acker-Ledge. Aber ja. Es sind jetzt verschiedene Routen, aber im Grunde, sie können beide nichts mehr finden, was den jeweiligen Dungeon irgendwie schneller machen würde. Man kann. Ja. Swamp im Grunde nur schneller machen mit Left Side Swamp zu skippen, was Blacky Rafe ja auch gemacht hat. Und ja, um zu Alter. Also, hätten wir jetzt nur den Hammer, müsste Kato sogar aufpassen, da zu sterben, denn mit dem Hammer die Energiebälle zurückzuwerfen, das ist nicht ganz so einfach. Das Timing ist ein bisschen schwieriger. Mit dem Bugnet und nur einem Projektil, was auf dich zugeflogen kommt, kann man das schon mal machen. Ist es schon schwer, den Schaden zu nehmen, aber ja. Er hätte noch eine Blue Potion, will die sich aber vermutlich auch aufbewahren. Und bei Black Rafe sehen wir jetzt Argus mit Bogen und Hookshot etwas besser als die Variante als Hookshot und Hammer. Die dauert ein bisschen länger. Ja, aber da spielt immer die Angst mit, dass man ein Feld zu weit quickswappt und bei Mirror landet und den ganzen Dungeon nochmal spielen muss. Ja, no risk, no fun. So. Nur eine Karte auf dem Boss, dann müssten auch noch Items drin sein im Dungeon auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ob er für die Big Chest und Left Side nochmal zurück ist. Auf der Pyramid Ledge liegt aber auch nichts. Drei Items sogar, ich dachte zwei. Na, wir haben den Big Key hinten gehabt. Ja. Dann, ja, macht es Sinn, dass er für drei Items auf drei Checks wieder reingeht. Also Blacky Rafe weiß über das Quake und den Ice Rod Bescheid, noch nicht über den Fire Rod und Sumaria. Katobat, dem fehlt nur der Sumaria noch. Kann jetzt hier sogar auch mit der Overworld Tour dann beim Baum Mirron und das Quake einsammeln, dann weiter nach Skywoods gehen. Also die Route hier geht gerade super auf. Und ich habe was Rotes gesehen, dachte, das ist der Sumaria, aber nee. Nee, nur ein Rupee bei Blacky Rafe war gleichzeitig nur ein Herzteil zu sehen. Okay, dann nimmt Kato noch den Catfish mit. Ist auch ein Off-Check, der ansonsten sehr schön isoliert ist. Besonders, da wir auch immer noch keine Flöte oder so haben, um irgendwie schneller hin und her zu kommen, lohnt es sich dann doch, die mitzunehmen. Und ein Gestrüpp gegen. Auch nur ein Herzteil. Kato hat auch daran gedacht zu mirrorn, bevor er safe und crittet, um nicht auf der Pyramide wieder zu landen. Scheint sich aber auch nicht ganz sicher zu sein, was er machen will. Ja, Quaker Pullen und Skyward sind immer eine gute Idee. Ja. Left-Side Swamp sind gerade 10 Pfeile und Rommelwirbel.
Bleibomben. Das bedeutet, sollte Katobat den Sumaria früher finden, kann er Leftside Swamp und die Big Jazz komplett weglassen, was ihm Zeitersparnis geben sollte. Und ja. Ja, und wenn die Flöte nicht auftaucht, dann haben wir auch die ganze Maya-Area nicht. Als Gebiet, wo wir nach dem Sumaria suchen können. Ja, Pot haben wir abgeschlossen. Kato war schon zwei Items in Island drin. Swamp ist für ihn offen. Wir haben noch Ice Palace. Ja. Ja. Black Wraith kann auch nicht nach Ice Palace. Könnte jetzt sich entscheiden, vielleicht Island zu spielen. Für drei Items. Nimmt noch das Cave hier mit. Katobat würde jetzt ziemlich sicher an Skywards spielen. Skywards und dann Ice Palace, würde ich sagen. Ja, und Black Wraith läuft jetzt nochmal nach. Wann läuft er? Wirklich Skywards? Ist das die Pyramide? Pyramid Ledge hat er noch nicht gescheckt. Könnte er aber halt mit Agar einfach verwenden. Ja, es ist... Gerade mit der Info, dass er Agar eh machen muss und er würde da auf der Pyramide rauskommen. Ist, er möchte direkt oben mirrorn. Ah, um vielleicht... Ja gut, ob man damit Zeit spart. Ein wenig. Nee, mirrort nicht oben. Ja, ich glaube andersrum wäre schneller gewesen. Und die Frage ist, macht er noch das Dark Cross dazu oder Hyrule Castle? Er biegt nach oben ab. Aber da liegt nicht der Fire Rod. Nee, dafür müsste er ein Stark Frost dann gleich. Währenddessen Kato bei der Motte. Mit Fire Rod und Hammer etwas angenehmer zu machen. Jo, der Hammer macht Tempered Damage auf alles. Und die Motte braucht nur 4 Tempered Hits. Es wäre dann ein Schwert auf der Motte gewesen. Zu erkennen am grünen 20er. Ja, aber auch das zweite Schwert erst, was wir gesehen hätten. Dann... Kato läuft zurück. Gut, safe and quitted, weil ich hätte es auch nicht gewusst, wo er effektiver hinlaufen kann, anstatt einmal zu safe and quitten. Selbst wenn es halt zwei safe and quitted sind. Weil er zu lang nicht vor einem Dungeon gehört hat. Ja, das wird jetzt Swamp sein, auf jeden Fall. Swamp, dann kann man Ice Palace spielen und. Ja! Also Desert haben wir schon gedippt. Ich glaube sogar schon die Items raus. Ja, ich glaube, effektivsten wäre es natürlich jetzt erst Ice Palace zu spielen, da wir wissen, dass in Swamp nichts ist. Aber macht aus Runner-Sicht natürlich keinen Sinn. Und Black Wraith holt sich dann jetzt auch den Fireword endlich ab. Und Deathwarped, weil er nicht mirrorn kann da. Er ist
Im Grunde, Black Wraith konnte einige Sachen effektiver reinrouten, aber sollte jetzt der Somaria in Ice Palace liegen, müsste eigentlich Kato ein kleines bisschen vorne sein. Ja, also auf jeden Fall Silver Arrows Fire Rod ist ein sehr angenehmer Agar Climb. Mhm. Mushroom ist eine nervige Fetch-Quest ohne die Flöte. Und ja. Kato wird dann aber vermutlich jetzt gleich trotzdem Left Side Swamp checken, da er halt immer noch den Somaria sucht. Ja, und wenn man erstmal zum Boss durchgeht, was man ja machen kann, wenn man Karte Kompass und Big Key noch nicht gesehen hat, dann wird er auch sehen, das sind noch 3 Items und ja. Ja. Dann geht man wahrscheinlich wieder rein. Für 3 Items, leider. Blacky Wave. Wir haben ja eben die beiden auch parallel im Grunde spielen gesehen. Ja, da war dieser komische Wasserpalast auf der rechten Seite und dieses Schloss war eben auf der linken Seite. Genau, aber leider nicht gleichzeitig. Ist normal interessanter, um zu vergleichen, wie die Runner natürlich gerade am Laufen sind. Hier der Unterschied. Kato nutzt einen Diver Down, den hat Blacky Wraith nicht genutzt. Na, bei Kato ist ja jetzt aber noch dieser nervige rote irgendwas im Weg. So. Ja, also das muss ja fast schon Eispalais sein, oder? Oder vielleicht sogar Amos Knights. Die haben ja noch ein Item. Der Pilz könnte man noch abgeben. Die Schaufel können wir uns abholen auf Spectral Rock. Stimmt, das haben die nach dem Mirror gar nicht mehr gemacht. Ja, die sind nicht nochmal rausgelaufen. Außen. Spy Cave. Deshalb, das wäre jetzt wirklich eine interessante Position noch, weil ich glaube, das ist die letzte Check, den beide von denen machen werden, vermutlich. Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall die Crystal Dungeons spielen. Hier nach Ice Palace. Mhm. Also aktuell ist halt ziemlich viel gelockt. Ganz Turtle Rock kann der Somaria nicht drin sein. Ja, in der Maya Area. Dafür haben wir die Flöte noch gar nicht. Da können wir nicht suchen. Ja. Also, die Flöte will man nicht sehen. Am besten nicht. Kato hat auch noch nicht das Buch. Hat die Checks noch nicht mit. Warte, wo war das? War das hier in Swamp? Ich meine nicht. Das war... Gott, wo war das Buch? Hammerpacks, okay, danke. Ah, stimmt. Ja, Schmied hat Kato auch noch offen, also das sind halt alle Checks, die Black Wave schon weg hat. Falls es nicht in Ice Palace sein sollte, sind das alles nervige Checks, die man nachholen muss. Blacky Wraith checkt auch den Pilz. Das heißt, da wissen wir gleich, ob der wichtig ist oder nicht. Ja, die vierte Bottle. Und Kato hat auch den fünften Crystal abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich aber auch wieder reingehen für 3 Items. Ja, so sieht's aus.
Sonst müsste man später nochmal das Wasser drainen und das möchte niemand. Ja, also. Das haben wir zum Glück nicht. Black Wave holt jetzt auch Catfish ab. Das Ding ist so ein bisschen, das Heat ist fast perfekt. Er ist bis zum Somaria perfekt. Jetzt ist es alles gerade so ein bisschen. Ja. Wo ist der Somaria? Wenn er ein Ice Palace wäre, hätte man ihn sehr schön sauber runterspielen können. Ja, man hätte quasi sogar schon Ice Palace for Swamp spielen können, einfach nur um sich. Ja, die Items in Ice Palace, die liegen eh auf dem Weg. Obwohl mit dem. Oder ohne Somaria nicht so ganz. Stimmt, man spart sich schon ein bisschen Zeit. Ja. Ja, eigentlich mit einem Icebreaker spart man mehr Zeit. Deshalb, aber wenn jetzt Cold Stare den Somaria hat, wäre natürlich auch lustig. Damit hat Black Wraith jetzt auch den Ice Ward abgeholt. Müsste sich noch das Quake abholen und dann fehlt noch der Somaria. Und Katobat will wieder einen Driver-Down nutzen, spart damit ein bisschen Zeit, hat die aber eigentlich schon fast wieder verloren mit der Zeit, die er gebraucht hat, gerade um den Schalter umzulegen. Oder ach, nee. Hat den Key geholt? Stimmt, er hat den. Ja, nee, er hat, genau, er hat ja den Dungeon einmal normal gespielt und jetzt hat er. Muss man sich dann ja zuerst den Small Key holen und dann. Ja, stimmt. Da könnte man auch Diver Down aufsetzen, da spart man dann aber ungefähr nichts mehr, also da. Ja. Das stimmt natürlich. War. Ja. Kato bekommt jetzt seine 10 Pfeile und 3 Bomben. Ja, und wir stellen uns jetzt die Frage. Hatten wir die Purple Chest bei Blacky Wraith gesehen? Nee, ne? Das war nur der Schmied bis dahin. Die Purple Chest. Wir könnten nach der Motte, die wir gleich sehen, vielleicht auch die Purple Chest sehen, aber Kato rennt jetzt auf jeden Fall zu Ice Palace. Da ist auch der Ice Palace Bombjump ohne Schwert nochmal eine schwierige Nummer. Ja, das stimmt auch. Ice Palace Bomb Jump. Oh, Ice Palace allgemein ohne Somaria. Hat man überraschend selten. Oder viel seltener als früher. Hier einen der Bodenteils. Hier könnte man jetzt das Medaillen nutzen, sollte man es natürlich haben. Ja, also wir haben Blue May auf jeden Fall auf Katos Seite. Blacky Wraith hat nachher sogar die Red May für kurz, ja. Das sollte mit dem Hammer funktionieren. Ja, wir haben Potions ohne Ende, Magic. Auf Blacky Wraiths Seiten 3 Blue, eine Green Potion. Bei Katobat müsste es eine Green Potion und 1 oder 2 Blue Goose sein. Ich glaube einer. Sollte also bei beiden kein Problem sein. Ja, und das war jetzt ein Item schon mal aus Ice Palace. Sind noch 2 Items drin. Hier das kleine Detail, was Blacky Wraith jetzt machen musste, den Gegner umbringen, um den Schlüssel zu holen. Das musste Kato eben nicht machen, weil er den Big Chest aufgemacht hat. Und dann jetzt gleich der Ice Palace Bomb Jump bei Katobat, damit man hier den Schalter nicht mal ganz direkt umlegen muss. Ja, positioniert sich da gut mit dem Bow Dash, dass er quasi schon auf dem letzten Pixel steht. Ja.
Und sehr stark gemacht. First try. Eisbell ist Bombjump ohne Schwert. Sie ja. Sei jetzt sehr überzeugend und einfach aus, ist es aber nicht. Nee. Deshalb gut gespielt. Und Black Wave jetzt auf der Pyramide. Ja, auch mit den Bomben im zweiten Raum von Ice Palace und jetzt hier die Bomben. Da sieht man auf jeden Fall, dass Kato wahrscheinlich auch durch Doors, aber Kato mag ja diesen Doors-Modus sehr gerne. Dass er auch mit Low Equipment sehr gut durch die Ice Palace-Räume durchkommt. Ja. Hier ist der Big Key. Das merkt man. Wir haben jetzt kein Small Key, das ist ein bisschen. Wie routen wir das jetzt? Nach rechts gehen können wir nicht, wir müssten nach oben gehen und da können wir auch nur quasi nach. Aber wir kommen mit dem Hookshot. Ja, nach rechts. Auf die rechte Seite. Mhm. Und Blacky Wave hat da ein bisschen Damage bekommen von dem Freezer. Ja. Aber mit Redmail und so vielen Herzen sollte jetzt trotzdem keine Probleme haben im Dungeon. Hm, gleich hier hinten den Somaria wäre auch lustig, direkt hinter einem Icebreaker. Wofür man halt einen Somaria gebraucht hätte. Ja, und so rum muss man an der Zunge ziehen, das vergisst man sonst auch oft gerne. Es ist allgemein komisch, so rum den Dungeon zu sehen. Ah, schade, nur Rupees. Also es wären auf jeden Fall beide Runner im Go-Mode mit dem Ice Palace. Quatsch, mit dem Somaria, wollte ich sagen. Mhm. Und beide haben alle anderen Dungeons abgeschlossen. Also wenn der Somaria jetzt hier in Eis liegt, dann haben wir ein ziemlich knappes Race auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ansonsten werden wir halt Blacky Wave vermutlich Richtung Eastern gehen sehen und Katobat nach, ja, vermutlich Hammerpacks und dann vielleicht Desert auch noch. Ja, die Smith Chain machen wahrscheinlich. Ja. Dann das Buch bekommen, was nur Bait ist, wo nichts dahinter liegt. Wäre schon unschön. Ich würde mich jetzt eher freuen, wenn es auf Coldstair oder so liegen würde. Und dann hätten wir ein wirklich interessantes Race. Und Blacky Wave setzt den Pixel selber auf. Ist ohne Schwert immer ein ganzes Stück schwerer. Ja, da ist wirklich dieses Item Dashen ganz gut. Den Pixel nach unten zu finden, das sollte ich mir wahrscheinlich vor meinem nächsten Turniermatch auch nochmal anschauen. Wie das optisch aussieht. Optisch ohne Schwert? Ja. Ja, Eiswasser, waren 30 Rubinen drin. Habe ich mir gerade schon gedacht, dass als Kato die Big Chest geskippt hat. Wäre jetzt lustig, wenn es in Eastern Palace liegen würde, wo Kato ja schon mal reingedippt hatte. Ja, also ich meine, eine Purple Chest würde Kato früher machen als Blacky Wave, weil Blacky Wave das schon angefangen hat. Mhm. Und ein Eastern Palace würde Blacky Wave früher machen, weil Kato den schon mal angefangen hat. Also. Und die Schaufel werden beide, glaube ich, als letztes tun. Oh, Kato ist hier auf ein Herz runter. Es sieht aus wie nur noch eine Potion. Aber ja, ist okay, wir haben ja den Fire Rod. Eine Green und eine Blue hat er. Ich hätte halt gedacht, dass er die Green früher nutzen würde, einfach um sich einfacher zu machen, um die Blue zu sparen. Okay, jetzt haben wir aber trotzdem noch 13 Herzen Blue mehr. Jetzt kommt der Hammer nochmal raus. Ja. Gut. Damit der sechste Crystal
fehlt nur noch einer. Und es wird Turtle Rock sein. Das heißt, die Runner können dann auch gleich direkt in Gens Tower laufen, wenn sie endlich einen Sumaria haben. Und dann Turtle Rock natürlich abgeschlossen haben. Gemein wäre es jetzt auch, die Flöte auf der Schaufel zu haben und dann nochmal die Maya Area spielen zu müssen. Ja, das kann alles passieren. Und ins Haus. Das sieht aus, als würde Kato jetzt Richtung Desert checken wollen als erst. Oder nee? Den Pilz erstmal anscheinend. Stimmt. Den Pilz für die Flasche und er hat ja gerade seine Blue Potion verbraucht. Da macht es natürlich auch noch Sinn, noch ein Safety-Item wieder mitzunehmen. Aber ja, das ist jetzt so die große Frage. Smith Chain bei Kato wird es vermutlich werden. Und ganz viele Potions geholt. Genug Geld haben die beiden ja schon gefunden im Seed. Und Sanctuary, das sieht nach Smith Chain dann aus. Weil für die anderen Checks hätte er entweder links raus gestartet oder auf dem Berg. Ich frage mich, ob einer von den beiden noch im Kopf hat, dass da explizit die Schaufel liegt auf dem Berg. Ja, heutzutage spielen ja fast alle Leute mit dem Map-Tracker und die würde man, glaube ich, nicht vorher wegmachen, bevor ja, man die nicht eingesammelt hat. Dass da ein Check ist schon, aber dass da explizit die Schaufel noch liegt. Lucky Wave nutzt dann direkt die Green Potion, um es sich einfacher zu machen. Hat leider den Triple Hit verpasst, den man hier machen hätte können. Und wird jetzt leider das Baitbuch finden. Oh, ein schöner Kurzer hier bei Blackie Rave. Ja, doch lieber noch die Safety Potion, da möchte man jetzt echt nicht mehr sterben. Ja. Hat damit zwar zwei Potions verbraucht, aber hat noch zwei Potions, die sollten ihn eigentlich durch den Rest vom Dungeon bringen, vom Spiel bringen sogar. Ach. Aber insgesamt eigentlich ein recht schnell zu spielen, das Seed. Nur sehr viel Fake-Bait. Problem ist aber sehr schnell bis zum Sumaria-Go-Mode. Und jetzt liegt der anscheinend hinter einer Smith-Chain, wo der Mirror blöd lag, wo man dann erstmal alle Crystals spielen konnte. Ja. Oder? Wait, das wussten wir schon, warum gucke ich da so gespannt auf die? Habe ich mir gerade auch gedacht, aber. Und Blackie Wave geht die Schaufel holen. Also doch nicht der letzte Check, wie ich gedacht habe. Und wenn es jetzt die Smith-Chain ist, würde es Cut natürlich noch etwas nach vorne bringen, aber Blackie Wave wird jetzt vermutlich die Smith-Chain auch mitmacht. Oder Ethan, ne? Er hat gerade extra die Schaufel geholt, dann wird er sie jetzt nutzen gehen, nimmt aber die Purple Chest nicht mit. Lila Chest, Schaufel oder Eastern Palace, der Boss.
Schaufel hat nur ein Herzteil. In der Hinsicht ist Kato schon mal safe. Das Problem ist, dass er jetzt immer noch das Buch als großen Bait hat. Und der halt jetzt direkt auch Under Desert Areas und hier machen könnte. Black Wraith geht dafür Da ist nach er. Istan und wir haben den Sumaria. Kato ist im Go-Mode bei einer Stunde 24 und 30 Sekunden. Oh. Und das ist ärgerlich für Blacky Wraith, wenn man schon den Schmied gemacht hat, aber da noch kein Mirror hatte. Oh, Ja. dann ist das so blöd, wieder in die Dark World zu gehen, nur für die Purple Chest. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, künstlich isoliert, aber macht natürlich auch Sinn, wenn man die Mids eben hat, von Anfang an, dass man den Schmied dann auch mitnimmt. Es ist Ja. ärgerlich. Ja. Das ist es. Und auf jeden Fall ein sehr guter Griff für Kato gewesen. Und zwar vermutlich lag dann die Entscheidung eher da lang zu gehen. Zum einen, weil er so spät das Buch ja hatte, damit Desert Area noch interessant gewesen ist. Und wegen Eastern Palace, es war ja für ihn nur noch ein Item. Ja, tatsächlich hat sich der Sumaria echt ein bisschen gezogen. Es war nur noch Purple Chest, Armus Knight. Hatten wir noch was anderes, wo er hätte liegen können? Hera Basement haben wir gesehen. Alles andere haben wir ges hätten wir gesehen, außer es wäre noch eine Flöte gewesen. In der Flöte hätten wir dann halt noch die Maya Area gehabt, aber halt auch nur Maya Front, weil Boss gelockt gewesen wäre. Und deshalb hätte es halt auf jeden Fall auch nicht Pedestal sein können. So, und da kommt noch ganz schnell ein Turnier-Admin-Raid reingeflogen, hier um das Spiel von einem anderen Turnier-Admin zu sehen. Genau, Katobat ist gerade eben in Go-Mode gekommen auf der Purple Chest mit dem Sumaria. Blacky Wraith hat aber auch nur noch Eastern Palace und die Purple Chest offen. Also, den Sumaria waren wir hier ziemlich am Last Locaten. Ja, müssen jetzt hier nur noch Turtle Rock spielen. Das Quake für Turtle Rock lag auf der Agar Ledge. Das war so ein bisschen ein Trollfaktor. Ansonsten ist das jetzt Kato's Race to Lose, nämlich einen ganzen. Das kann man noch nicht Bisschen. sagen, wie lange das dauert, aber wahrscheinlich den ganzen Eastern noch vorne dann. Gemeins wäre es jetzt noch, wenn wir die Flöte finden. Auf dem Boss. Das würde nämlich bedeuten, dass dann noch die Maya Area offen wäre. Ja, die Flöte auf Armus Knights wäre nochmal richtig gemein. Ja. Könnte natürlich auch in GT oder hier in Turtle Rock liegen. Also, ich denke mal, bestimmt 5 Minuten, die 6, 7, die jetzt Kato dadurch gut gemacht hat. Für Kato hätte es halt noch mehr gegeben, da er am Anfang nicht beim Onkel war, die Mids erst viel später hatte, waren noch einige kleinere Off-Checks offen. Und allgemein ein paar kleinere Checks noch offen. Okay, du, da stirbst du! Da kriegt man den Damage dann zweimal. Ja. Aber das macht nichts. Der Vorsprung ist aktuell sehr, sehr groß, weil Blacky Wraith noch den ganzen Eastern sogar bis zum Boss spielt. Das wäre Blacky Wraiths wahrscheinlich seine Win Condition gewesen. Weil Kato war schon einmal in Eastern, ganz am Anfang des Spiels, noch vor dem Dark World Access. Jetzt sehen wir mal, was haben die Armos Knights? Frühes Silvers hätte halt auch auf Armos Knights hin. Die angenehme zu machen. Und ein paar Rubine. Ich habe jetzt echt mit der Flöte gerechnet. Ich auch. Das wäre schön gewesen. Aber ja. Jetzt ist bei Blacky Wraith nur noch die Purple Chest offen. Safe und Credit wieder ein
Natürlich. Naja. Ja, ja, genau das, was Holy schreibt. Also man hat besonders in Ice Palace zum Beispiel gesehen, dass Kato in gerade in schwierigen Räumen oder in späten Dungeon-Räumen auch ohne Equipment ziemlich gut durchkommt. Genau. Gut. Nee, alles gut. Warum geht Black Riff? Ach doch, ja. Gleich haben wir aber auch noch ein schönes kleines Spiel. Und zwar, wenn der erste Runner den siebten Crystal aufnimmt, ist es Zeit für unser Picky Guessing Game. Und da wir als siebten Crystal wieder Turtle Rock haben, haben wir nicht einen langen Weg, bis der Runner dann in GT angekommen sein wird. Das heißt, da werdet ihr dann wenig Zeit haben, um eure Zahl in Chats zu schreiben. Könnt ihr euch also jetzt schon mal überlegen. Und zwar gibt es dann gleich in GT 22 verschiedene Kisten, wo der Biki sein könnte, den die Runner finden müssen, um zu Aga 2 zu kommen, um dann zu Ganon zu gelangen. Und ja, zu gewinnen gibt's... Anscheinend hat Blacky Rave doch noch Graveyard Ledge nicht gemacht, stimmt, das hatten wir nur bei Kato gesehen. Aber ja, das ist dann gleich in dieser lila Kiste die Last Location. Stimmt. Ja. Beim Wiki Guessing Game zu gewinnen gibt's Ruhm und Ehre und das Recht anzugeben, dass ihr heute das letzte Wiki Guessing Game gewonnen habt. So. Ich weiß noch, wie früher alle immer gesagt haben, und Punkte auf unserem Leaderboard, aber das habe ich tatsächlich nie gesehen. Also ja, ich habe auch nur die Gerüchte gehört. Ja, es sind 21 Kisten und eine Fackel. Es sind 22 verschiedene Checks. Ja, das Leaderboard. Ja, ich glaube nicht, dass wir es jemals wieder sehen werden. Vielleicht bekommen wir ja die, ja, finde den Triforce-Text von und jetzt Doors. Gibt's die Custom-Texte in dem Turnier? Ich denke schon. Weiß ich nicht. Weil im deutschen Turnier waren sie ja im Grunde von den Leuten, die in die Brackets gekommen sind, geschrieben worden und eingepatcht. Ja, das stimmt. Ja, das weiß ich nicht. Kato bekommt jetzt hier ein paar oder eine sehr große Eisfläche. Hat noch zwei Potions als Safety. Hat sogar noch vier Potions als Safety. Könnte also locker eine Potion nehmen. Sollte er vielleicht jetzt auch lieber machen. Ja, tut er auch. Ja, man könnte jetzt sogar den Eiskopf einfach nur mit dem Fire Rod runterspammen. Ja. Aber mit so viel Eis ist der Fight natürlich sehr nervig. Lecky Rave war übrigens überraschend wenig hinter Kato. Nur knapp 7,5 Minuten. Ja, und wenn der Sumaria ein Ice Palace gewesen wäre, hätten wir den Race gleich aufgehabt. Ja. So, aber da ist der siebte Kristall. Ihr könnt jetzt eure Zahlen in den Chat schreiben. Und da kommt schon die freundliche 21. Alles aus der Tile Room. Ja. Ich mach mal meinen schönen Standard-Guess. Die 16. Hoffentlich irgendwo hinter Ice Armors. Wo siehst du denn gerne den? Ich sag meistens die 6, das ist einfach früh. Aber mir eigentlich egal, wo. Irgendwo im DM-Room, also oben links. Gut.
Dann ist Stopp. So, und der Unterschied ist jetzt gerade ziemlich genau einen ganzen Turtle Rock. Zehn Pfeile. Die eine Karte. Die 3 ist auch nix. Das heißt, wir hätten auch gar nicht full weit laufen können. Die 4 ist der Big Key. Oder? Das ist früh. Das ist die 4, ja. Das ist unerwartet bei so einem langen Seed, oder? Lang ist relativ. Wir haben mit Titus die 5 und wir haben mit Aphelia Frostfragen die 3. Da unten haben wir doch The Cookie for a Day, da. The Cookie for a Day gewinnt hier mit der 4. Herzlichen Glückwunsch. Gut. Ganz weit runter scrollen. Ach, da, unter dem Geschriebenen. So, Half Magic werden wir nicht mehr finden. Vielleicht im Kleinen. Vielleicht macht Kato noch was auf, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Und selbst die Validation Chest wird nicht haben können, da dort auf jeden Fall die Silvers sind. Die wir aber durch die Progressive Boss schon haben. Und das ist eigentlich die einzige Chest, die man mal Runner in so einem Fall noch aufmachen sehen sieht. Hier sieht man auch der Kleine. Etwas unlucky gerade. No, this more magic. Die werden wir eigentlich haben. Auf der anderen Seite hat Kato noch 3 Blue Ghosts. Silvers macht hier auch das etwas einfacher mit dem Setup. Jetzt hoffen wir nur noch, dass Trolldorm uns gleich nicht nerven wird. Und ja, Bugnet und Aggerfight haben wir schon gesehen. Macht das auch einfacher. Und die nehmen wir auch gerne noch mit, die Full Magic. Ja. Wir hätten auch einfach einen Gegner stunnen können. Stimmt, das habe ich mittlerweile ganz vergessen. Die beiden hatten ja Hookshot und Hammer recht früh, deshalb nicht so wichtig gewesen, magiebasierte Waffen zu nutzen. Und Blacky Wave. Jetzt auch bei Trinex angekommen. Liegt also mehr oder weniger ein Climb hinten. Climb und Bicky-Suche, aber die Bicky-Suche war ja schnell. Das sollte Kato 2 Falls erlauben. 3. Ich nehme mal ein Herz. Das ist ein Voll, aber Moldom Voll. Ja, Moldom Voll. Aber ja, Moldom scheint jetzt doch langsam aufgewacht zu sein. War ja sehr nett zu den beiden beim Inhera.
Moldom 2 und Trinex gleichzeitig gelegt. Da ist das Silver Upgrade. Kato findet hier seinen dritten Bogen im Seed. Ja, es ist ja kein Bogen. Sind ja nur Silvers. Ja, das stimmt. Spart aber eine Menge Zeit. Sollten die Silvers noch offen sein, muss man sie nicht suchen, weil ohne Silvers gerne mal Ende zu machen ist ein, ja, sehr perfekt getimte Schläge. Die sind, ja, nicht in Turnierspielbar. Auch allgemein eigentlich nicht wirklich. Ja, wir sind immer noch bei 2 Hits. Ja. Jetzt 4. Der Fight ist echt alles andere als einfach. Selbst mit dem Bugnet und selbst mit Item Dash, das ist alles gar nicht so einfach. Schöner Double zum Ende. Dann fehlt nur noch der liebe Ganon. Jetzt 12 Hits mit dem Hammer, um die erste und zweite Phase zu machen. 4 Hits in der dritten Phase und in der vierten Phase sehen wir dann 4 Silvers. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Hier macht das immer Sinn, weil man bis 11 zählt und den 12. Hit erst in einer guten Position austeilt. Zum Beispiel oben links oder oben rechts. Dass man dann möglichst 12 Hits in der Position in einer Phase hinkriegt. Ja. Da war unten ist leider keine dieser guten Positionen. Und hier sieht man auch, wenn man das Cape nutzt und die Wand grabt, verbraucht das Cape dann keine Magie. Jetzt hat Gen sich aber gnädig gezeigt und ist an eine gute Position gegangen für die 12 Hits. Wobei halt auch die Leben von Kato schon kritisch waren und er nutzt zum Glück auch nochmal eine Potion und läuft in Ganon rein. Das macht gut Schaden. Ist jetzt aber in Phase 3 angekommen. Ja, und wir haben jetzt natürlich nur 4 Kisten gesehen, beziehungsweise 5 oder 6. Wir wissen gar nicht, wo die Flöte jetzt ist, aber sie wird irgendwo in GT liegen. Ja, was anderes ist nicht mehr möglich. Oh, das war sogar ein Silverless-Hit gerade, mit dem Hammer. Davon müsste man dann nur, was denn? Auch 24. 24, stimmt. War das schon wieder einer oder der ist abgehauen, obwohl? Oder sah das nur aus wie ein Hit? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir 3 Silvers drin. Und eine schöne Position für den 4. Hit. Und der 5. hätten wir gar nicht gebraucht. Ah, sollte auch nicht zu hoch stehen für die Treppe. Ah, das ist gut. Na? Und damit dann GG. Und Kato hat damit das Race gewonnen mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde, 43 Minuten und 6 Sekunden. Ja, GG auch von meiner Seite. Kato ist damit jetzt in die Brackets aufgestiegen, hat in der ersten Runde gewonnen gegen, ich schau gerade nach, gegen Tantalus. Und mit 2 Wins ist man hier in diesem ganz kurzen Swiss Stage schon weiter. Also ja. Kato damit schon sicher unter den Top 16. Für Blacky Rave, aber
auch kein Abstieg, da er auch das erste Spiel gegen Maya Neko gewonnen hat, hat er auch noch die Chance, im dritten Spiel dann seinen Sieg zu bekommen, um in die Top 16 aufzusteigen. Ja, stimmt. Ich habe nicht drauf geachtet, was der Endspruch war. Na, no, müsste ich auch nicht. Müssen wir gleich nochmal bei Blacky Rave sehen. Ja. Der ist jetzt aber auch gleich bei Moldom 2. Bacon, Porn und Ugantam. Okay, okay. Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich gar nicht, weil man ja... ich weiß es nicht, also keiner würde freiwillig ohne Silvers bei Ganon reindroppen, wenn man weiß, wo sie sicher liegen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was er sagen würde. Ich glaube, er würde die Progressive ansagen. Und ja, weil die Silvers ja nur extra reingepatcht sind und normal die Progressive zählen. Ich glaube, auf Y drückt man die Credits mit vierfacher Geschwindigkeit durch, aber man darf auch nach dem Race die Credits vorspulen. Am Ende ist nur wichtig dann der Endscreen, der ist noch wichtig, weil der Total Time enthält. Ja, und der Important Stuff muss auch gezeigt werden. Und das war auch gerade schneller, als man es mit normalen Game machen kann. Und da ist unser Sieger des heutigen Abends auch schon. Hallo Kato, herzlichen Glückwunsch. Hallo, danke. Ja, damit ziehst du auch schon unter die Top 16 ein. Hast die Swiss Stage überstanden, hast aber noch ein Spiel 3, wahrscheinlich um just for fun. Gegen wen? Oder gibt's die noch? Ja, oder? Ja, die Runde 3, die wird noch von jedem gespielt. Ja. Das kann dann noch das Seeding in die Brackets beeinflussen. Stimmt. Aber ja, ich hätte gesagt, ein ziemlich schneller Seed, bis dann der Somaria nur noch gesucht wurde. Dann, der wollte einfach nicht kommen. Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass es irgendwann hieß, oh, mir fehlt ja nur noch Somaria. Ja, ich wollte, glaube ich, gerade noch ein bisschen gründlicher was checken und dann ist mir aufgefallen, oh nee, ich sollte lieber mal schnell in die Crystals gehen, wenn eh nur noch ein Item fehlt. Mhm. Ja, und dann wären die letzten Crystals noch schneller gegangen, mit wenn man den Somaria schon gehabt hätte, aber... Naja. Ja. Hat ja anscheinend trotzdem noch gereicht. Also Blacky Rave hatte den Onkel-Handschuh schon nach einer Minute. Der hat einen Onkel-Start gemacht. Hatte den Fire Rod aber Ewigkeiten nicht aus dem Dark Cross. Das war jetzt nicht so ein großer Faktor. Aber er konnte auf dem Mountain mit der Moon Pearl direkt schon Dark Death Mountain spielen. Da war aber nichts. Irgendwie war nirgendwo was in diesem Seed so richtig an Progression. Außer in Paradox Cave. Er hatte aber, weil er die Mids schon hatte in Village of Outcast das erste Mal, den Schmied ohne Hammer abgegeben, also mitgenommen und später abgegeben. Und dann war die Purple Chest für ihn sehr isoliert, weil er auch schon Hammer Packs machen konnte. Also für ihn war die Purple Chest da wirklich super isoliert und dann hat er lieber nachher Eastern Palace noch gespielt. Hast du auch gedippt, ich weiß. Aber dann noch den Boss davon... Hat davor sogar noch die Schaufel abgeholt auf Spectral Rock und die gecheckt. Also war für ihn wirklich die... Terra Basement hat er gemacht. Da hat er schon früher oben Terra Basement gemacht. Ihr habt ungefähr gleichzeitig den Mirror am Ende nämlich gefunden gehabt. Nur er ist einmal in der Light World oben lang, Hera Basement noch ein zweites Mal gemacht, mit dem Buch oben aufgemacht, gecheckt und ist dann runtergedroppt und du bist dann ja über die Dark World gegangen. Und das war dann der Punkt, wo er wieder mehr oder weniger synchron im Bild wart. Er hatte halt auf dem Weg ein paar Checks mehr mitmachen können mit den Handschuhen Stufe 2. Ja, mit den Mids, ja. Ja, danke.
mit Mitz, aber hat dann am Ende sich halt auch einige Sachen isoliert gehabt, die er dann einzeln noch wieder abfahren musste. Und ja, das mit den Mitz habe ich mir schon gedacht, dass er da früher zumindest als ich ist bei dem Onkel. Also Sanchez hat ja schon im ersten Seed hier letzte Woche. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, bin dann direkt auf dem Mountain und durch den Mirror habe ich mich dann wieder ein bisschen besser gefühlt. GG übrigens. Ja, GG, Blacky Wave, haut auch nochmal GG in den Chat. Ja, und am Ende hatte ich dann auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht Teil des Smith-Chain schon früh gemacht hat durch die Mids, aber dann nicht komplett gemacht hat. Und ja, anscheinend hatte ich das Glück, dass es so passiert ist. Ja. Zwischen euch beiden haben wir auch wirklich alles gesehen, außer die Maya-Area, die ja hinter der Flöte gelockt war. Ja, die muss auf jeden Fall in GT gelegen haben. Wir haben alles andere gesehen. Ja, sorry. Ja, oder Turtle Rock. Ja, das stimmt, okay. Stimmt, da ist auch noch... Ja. Hat auch keiner mehr bei der Mimic Cave gemirrored. Das stimmt. Ja, irgendwie war meine Execution heute nicht gut. Irgendwie habe ich überall kleine Fehler gemacht, immer ein Frame, irgendwas zu früh oder zu spät. Und irgendwie hat sich der ganze Seed nicht gut angefühlt für mich. Ich konnte auch am Ende überhaupt nicht einschätzen, wie das gerade steht. Wie gesagt, falls er die Purple Chest geskippt hat, dann könnte es noch gut für mich sein. Ansonsten sieht es schlecht für mich aus. Ich war mir also total unsicher am Ende. Also ihr wart beide gleichzeitig in Ice Palace. Also da wart ihr wieder gleich auf. Das hätte euch also auch ein interessantes Kopf-an-Kopf-Race noch bringen können, wenn er irgendwo in Ice Palace gewesen wäre. Also so schlecht warst du dann am Ende auch nicht. Du hast halt noch ein paar Sachen weglassen können. Er hatte halt das Buch früh und hatte ganz alle Buchchecks. Und so viel hat Kato jetzt auch nicht weggelassen. Ich glaube, du hattest auch nur noch Amos Knights offen, oder? Ich guck mal auf meinen Tracker. Ich hatte noch die ganzen Sachen, die hinter dem Buch waren, offen. Ja, stimmt. Amos, Desert. Plattform. Ja, sonst nichts. Also, ja, Desert war ja hinter dem Buch. Nur die Sachen hinter dem Buch und Amos. Ach ja, und die auf dem Mountain. Also, Schaufel und Hera Basement. Warte, Big Chest. Ja, stimmt. Die haben wir bei Blackie dann gesehen. Ja, Schaufel habe ich auch zwischendurch überlegt, ob ich die holen soll als Gamble oder so, aber sind nie dazu gekommen und war ja auch anscheinend gut so. Ja, es ist erstmal die Vorbereitung auf den Berg, bis zur Schaufel zu gehen und dann muss man sie danach auch noch ausbuddeln. Das Item, das dauert schon. Ja, ich habe überlegt, ob ich das dann vor der Smith Chain machen soll, aber dann am Ende, als ich dann die Smith Chain gemacht habe, dann hatte ich eh nicht mehr so viel offen und irgendwie, weiß nicht, irgendwie hätte ich da eh schon das Gefühl, ich muss es jetzt gleich finden, sonst habe ich ein Problem und habe ich einfach so die Smith Chain gemacht. Dann hätte ich mich auch dazu gezwungen gefühlt, noch Hera Basement zu machen und so, und es hätte dann alles auch wieder lange gedauert. Das auf jeden Fall. Wir waren zwischenzeitlich so ein bisschen besorgt, dass du den Onkel noch weiter nach hinten ziehen konntest, hätten wir noch... Ja, also der Gedanke war zu einem Zeitpunkt, dass ich den Onkel zusammen mit Aga mache. Also ich hatte gehofft, dass ich die Mets irgendwo finde und checken kann, ob ich Quake brauche und dann direkt Onkel, Castle, Aga, Pyramide, alles in einem Rutsch machen kann. Zum Glück habe ich das damit nicht zu lange gewartet. Ja. Irgendwann wurden dann die Locations auch ein bisschen blöder, wenn ich so viele noch offen hatte ums Castle herum. Mhm. Ansonsten hatte man einen Ice Rod gesehen auf der Zora Ledge, wo man nochmal später für hin durfte. Das Quake ist natürlich direkt am Anfang. Werden wir das brauchen, werden wir es nicht brauchen? Ja, sehr viele Sicht-Items in dem Seed. Auch die Schaufel. Hallo? Jo, hallo. Black Grave. GG ist auch an dich. Hey, GG. Heute verloren, aber es ist noch nichts verloren. Stehst jetzt 1-1, kannst noch in Runde 3 noch dein Ticket buchen. Ja. Wie fandst du den Seed?
Okay. Okay. Wir hören dich gerade nicht. Auf jeden Fall sehr zäh wahrscheinlich, bis. Also alles außer den Sumaria war ja dann relativ zügig. Aber der Sumaria war ja dann leider ein bisschen last located. Ja, okay. War auf jeden Fall ein sehr closest race zwischenzeitlich. War halt dann am Anfang Black Wraith vorne mit den Hammern, ja. Dann seid ihr wieder gleich aufgekommen, dann hat sich's mit Stannis ja gemacht. Also war ein kleiner Rollercoaster auf jeden Fall zum Zuschauen. Ja gut, wenn ihr sonst nichts mehr habt, habt ihr noch was? Würde ich mich bedanken, ganz herzlich. Warte, wer hatte das aufgesetzt? Roti, Domme, Rahlen? Ja, Tyrannos. Tyrannos hat den Seed aufgesetzt, alles wundervoll. Nein, danke Daruk fürs Tracken, Sarjon fürs Kommentieren. GG's an euch beide, Blacky Rave Kato. Ja. Jo. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend und ich kann noch mal ganz schnell schauen, was wir morgen noch so im Programm haben. Hab ich auch schon offen. Okay, dann sag du es, ich müsste es noch aussuchen. Morgen am Donnerstag um 16 Uhr Lost in Pain vs. Magno. Um 18 Uhr haben wir Krompf gegen Teto. 19 Uhr haben wir Saber gegen Tignaldo. Und um 20 Uhr haben wir Rahlen gegen Schulzer. Und so wie es aussieht, sollen alle Games übertragen werden. Speed Gaming Deutsch und Speed Gaming Deutsch 2. Hoffen wir mal, dass wir dafür die Kommentatoren dann haben. Falls also jemand noch Lust hat, kommentieren oder tracken auszuprobieren zu machen, schaut gerne auf dem Discord dafür vorbei. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War ein schönes Game zwischen euch beiden. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu kommentieren, Magno. Und ich wünsche euch auch einen schönen Abend.